Hallo und herzlich willkommen auf der Xbox 360 zu einem sportlichen Ausgepack. Die neue Saison der EA Sports Games ist da. Und wir möchten dieses Jahr nicht mit FIFA beginnen, sondern tatsächlich mit dem Hockeysport. Denn was für Deutschen und für Österreich, witzigerweise für Österreich auch, FIFA ist, das ist für die Amis Madden und für die Kanadier und viele andere Länder NHL. Ja, ich starte gleich mal rein. Ich muss zugegebenermaßen sagen, ich habe NHL 2005, 6, 7 in den Jahren auf dem GameCube und auch auf der PlayStation 2 extrem gerne gespielt. Ich mag das Hockey-Genre als ein Spielegenre auch wirklich gerne und bin gespannt, was für Neuerungen hier passiert sind zum Vorjahr hin. Wenngleich ich gleich sagen muss, ich habe die letzten beiden Jahre nicht wirklich verfolgt. Also ist es für mich jetzt genauso eine blanke Erfahrung wie für euch wahrscheinlich. Erwartet euch jetzt also keinen Profi-Einblick auf die NHL-Serie. Wenn ihr da irgendwas braucht, dann ja, muss ich leider euch woanders hinverweisen. Das können wir euch auf Gaming Clerks dieses Jahr nicht bieten. Ich freue mich vor allem auch auf einen guten Soundtrack. EA hat es mittlerweile wirklich drauf. Gewinner von 22 Sportspiel des Jahres Auszeichnungen. Man muss so sagen, anscheinend ist sich die Fachpresse, was die Wissenden in diesem Bereich und Genre anbelangt, auch recht einig, dass hier gute Arbeit geliefert wurde. Meine Box hängt gerade, ich hoffe, dass... hat sich das bewegt? Hoffentlich gibt sich das gleich wieder. Das brauche ich jetzt nämlich gar nicht, dass hier was hängen bleibt. Na, das funktioniert noch. Geben wir der Geschichte noch ein paar Sekunden. Ja, geht ja. Wenn auch gleich schleppend. Was haben wir denn Schönes? Kooperativer Modus. 2 bis 4 Spieler können auch kooperativ spielen. Online-Multiplayer bis zu 12 Leute und Online-Koop bis zu 6 Spieler. Nicht schlecht. Natürlich können auch wieder 4 Spieler lokal an einem Fernseher spielen. Hallo! Okay. Geht ja. Hoffen wir mal, dass es nur an mir lag jetzt und nicht an dem Spiel. This video is for all you Canadians out there. Welcome to Heinz Field, everybody. How about this atmosphere? 70,000 fans, the towels and the noise. Gary, the build-up is almost overwhelming, and everybody in the building is set to go for this phenomenon known as the NHL Winter Classic. Bill, this has grown into a tradition. Pittsburgh. Yeah. Is this in-game or what? World anticipates this. The players long for the chance to be in these outdoor games, and for these two teams, that wait is over. Wie soll ich das hier? Oh Gott. There's the drop of the puck. We're underway. It's the Pens and the Caps, and they're not that far apart. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Nicht gut. Ah, ich wurde jetzt einfach reingeschmissen ins Spiel. Nehme an, es ist das quasi Tutorial oder auch nicht. Okay. Rechter Trigger ist schon mal okay. Vielleicht sollte ich einfach mal kurz in die Einstellungen hineinschauen und mir die Hilfe ansehen. Das könnte sonst ein kleines Problem werden hier. So, wo haben wir es denn? Bei den Einstellungen wahrscheinlich. Hätten wir irgendwo die Controller-Einstellungen? So, Weg ausholen, schießen. Ah, okay, tatsächlich. Also ich kann zurück und dementsprechend dann schießen, Beinkick. Was gibt es dann noch schönes? Angriff. 2. Gott, das ist wieder. Okay. Ist Torhüter, ist Angreifer. Verteidigung, Spielerwechsel mit RT, Reihenwechsel. Beinkick, fahren, Zielschuss. Zielschuss, Sprint. Egal, wir werden uns das Tutorial vielleicht nochmal extra ansehen, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und schauen, was geboten wird. Vielleicht schaffe ich es ja im Spiel hier noch ein bisschen was zu entwickeln. Aber jetzt ist hier gerade Icing. Ich kenne mich mit den Grundregeln ungefähr aus, bin aber jetzt nicht hier auf alles eingestellt, was ich hier mitbekommen habe, soweit. Bist du neu? Ja. Interaktive Tutorial spielen? Nein, ich will mal mich kurz blamieren. Aber es ist schön, dass das Spiel schon gemerkt hat, dass ich hier neu bin und keine Ahnung, was ich mache. Wie man auch hier wieder erkennen konnte. Ja, ich würde sagen, ich spiele einfach mal ein bisschen weiter und dann vielleicht schauen wir nachher noch kurz ins Tutorial hinein.
wird schon reichen. Ah, okay. Also einfach mit dem rechten Trigger den Spieler an, den oder halt wechseln. Sprint fehlt mir jetzt gerade noch. Malkin, stick on the puck and move that one out of the zone just in time. That'll alleviate the pressure. Jetzt versucht, da war nichts. Good return pass to Light. Also, an sich ist hier viel zu machen mit dem... Ah, verdammt. An sich ist hier viel zu machen, an sich ganz klassisch mit dem rechten Trigger, da wir alles hinsichtlich Puck holen oder auch an sich den Puck danach treffen und schießen, ja, so wie jetzt hier demonstriert, machen. Sag mal, wenn ich zumindest ein Tor schaffe, auch ohne Tutorial, dann wäre ich zumindest halbwegs zufrieden. Das würde dann auch einfach... Ups! Ah, Zeit gelassen. Ist ja doch ein Mannschaftssport. So, komm schon. The Capitals lead is 1-0. Clears that one in cross ice into the offensive corner. Wie passe ich nochmal? Thoreau to Carlson. Oh, come on. Rein die scheiß Scheibe hier. Up the wing to Chimero. Come on. Two on two the other way. Gets that puck to Perreault. Gets that one up near the point. It's a save on the shot. Talbot. Das also passen. Wenn es denn funktioniert. Oh. Wir haben ein bisschen zu viel vorgenommen hier. Aber ich bin schon wieder fast drinnen. Ich meine, natürlich noch ein bisschen stümperhaft unterwegs, aber ich fühle mich schon wieder halbwegs daheim. Ah, schade. Letzten 30 Sekunden, bevor das hier zu Ende ist. Vielleicht geht da noch was. Ah, komm schon! 5-4, komm, komm, oh, du, besser! Ah. Ach, Gott. Ja, dieses Drittel ist zu Ende, ohne dass ich hier irgendwie glänzen konnte. Jetzt haben wir hier schönes Pittsburgh Penguins gegen Capitals. Torchancen, jetzt haben wir hier schönes Statistik. Strafenübersicht. Gut, ich würde sagen, ich werde nochmal... Na, spielen wir noch ein bisschen weiter und ich zeige danach noch, nach sagen wir dem zweiten Drittel nochmal, was sich hier dann noch an anderen Spielmodi hier befindet. Ach, nur noch ein aggressiver Sport, ich sehe ja nicht ein, warum ich jetzt hier... Haut doch alle ab hier! So, jetzt schaue ich noch mal kurz schnell rein, weil es mit dem Passen bis jetzt noch nicht ganz gut funktioniert. Das kann nicht so schwierig sein, ja. Antäuschen, fahren, Sprint, gleiten, Deke. Haben wir denn nicht zumindest eine normale Möglichkeit hier?
RT und halten. Halten für mehr Kraft. Einfach ein Pass, nur RT drücken, das war's. Naja, probieren wir es halt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht, aber. Oh. Wunderbar. Schade. Schade, schade. Wir rennen mit den klassischen Sprüchen auch. And icing is cold as the puck crosses the line. Sehr schön. Ah. Hopp, hopp, hopp. A breakaway and a broken stick. The Capitals' skating space early on in this game appears to be right in the slot. They're taking it there and they're getting their shots. But this team is allowing that center lane drive. I mean, if they're protecting the middle of the ice, komm schon, schnapp dir das Teil. Chances all game long. On the stick, skating in front. Oh, mama, look at the battle going on in front. Here's an opportunity. Big time. That's the offensive zone. The Penguins' effort in the zone. Get that puck into the slot. High scoring area. They've stayed with it, and it may pay off. Well, they got the puck down low, and then the defensive team collapsed. That gave them the space to step to the slot. Gains control. Außenrum hier. Under 9 minutes remaining. Second period of action. The Penguins involved in a tight game here. This is about defense. Very few shots, fewer goals. Feathers this one into the offensive corner, far side. Breaks up the offensive up charge with that poke check. To Letestu. Ja, vielleicht hat er das nicht ausgespielt. He picks up the loose puck. Offensive chance, that's a great place for a shot. Ich meine, ich kenne noch so wie keine Angriffe, aber das an Basic-Steuerung geht zumindest schon mal halbwegs gut von der Hand. Einfach mal einen abhauen hier. Oh, come on. Auch nicht hier. Two periods of a willingness to sit back and wait. That's what these teams have done so far. I don't know if they both think they're in a practice. Blow it up. But it's the game. I'm not talking about practice. Letang. Meiner, hau ab. Gepasst, nicht geschossen. Abseits. From the very start of his hockey career, Sidney Crosby has been one of those very special players. Gary, we knew what was coming because when he was 16 years old, he set a record in the Quebec Junior League for the most points by a 16-year-old. Get this, 135 points in only 59 games. Sprinten fehlt mir hier noch. Ich entweder gibt es nicht mehr oder ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Noch. Interception in the neutral zone. Martin. He's got that puck at the point. Ja, was für ein langweiliges zweites Drittel. Komplett unfähig soweit noch. One-nothing at the end of two. This was a period of key plays. Let's take a look at some of the best. Ja, oder auch nicht. Ich würde sagen, wir geben uns noch, oder ihr gebt euch noch einfach mich im dritten Drittel hier, der Third Inning auf diese ganze Geschichte hier. Ich hätte gleich auf die Jersey Devils setzen sollen. Auch nur aus Clarks Gründen natürlich. A dump into the offensive zone, going across ice to get there. Thought he was gonna carry that deep, good poke. Picks it up in the offensive end. Big time battle down low. Those guys are going at it. Great leg save. Rips that. Saw that all the way. Glove save. In the slot. No, nicht Buddy. Was earmarked for a goal. Great bad save. Martin's given that puck up again. That has been a problem all night long. One of the reasons. Viel aggressiver als vorher noch. Stand up block for you, and he saw it coming and didn't flinch. Picks that puck up along the point. Loves it.
Ich komme hier nicht wirklich raus. Also der vor. Mal rauskommen hier. Das gibt's ja nicht hier. So, kämpfen wir. No, well, that's why you have enforcers. They enforce a code of conduct, and part of that code says, don't touch our star players. Das ist ja unheimlich mühsam. Aua. Fünf Minuten für beide. Okay, früher war das nur der, den mir geschlagen ist, bekommen hat. Crosby's been their best face-off man, so of course he's going to take this late key draw. Trying to catch people sleeping. Quick shot right there. Across the ice. Needs to get a play going. To Dupuis. Hendricks interception. That's a good one. That is great anticipation. Hau ab, hau ab. Aua. Come on. Letang pushing it along the wall. He'll control that puck in the offensive zone. The Capitals shooters are doing a great job lugging that puck into the slot and then fire. So, jetzt geht schon noch einmal. P. Martin, das bin ich hier. 1:1. Auch ohne einzugeben. Das war's. Bei deinem Boden wieder. Das bin ich, Pisser. Well, we've got this fight over, Will, but I'm not sure it's gonna be the last one we're gonna see between these two teams. I think that's a good point. I mean, gleich nochmal zwei Strafen. You know, these teams have had a tough go head to head, face to face. We may see more. Leaves that behind his own net to Orpik. Loose puck and he gains control of it. And puck is being jammed up against the boards. 15 minutes, 18 minutes. Green. Finds a loose puck, holds it in. Snap that one. Man, that baby was fired. He just missed. What a pinner. Into the middle to Crosby. Warum? Oh, come on, mein einer Pass kann nicht so schwierig sein. Washington's got the lead on a goal that came back in the first. They're trying to make it stand up. We still may get a deciding play in this game as we close in on the end of the third. Covers that up for a face-off. Letzte Minute, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen werde hier. Ich glaube noch dran, quasi. That's a
goal scoring effort right there. Pretty good chance right there and a nice blocker save. That pass completed from that wing, center ice to Dupuy. Snaps, close, beautiful shot and a better save. Defensively on that faceoff, that prevents control of the puck in that offensive end. He's got that at the point. Come on, warum? Oh. Penalty. Penalty box referee on the delayed call. Washington's penalty is 2 for slashing. That's going to be interesting later on. I want to see what the NHL Network crew has to say about that call. Washington's short-handed unit comes out to try and maintain this lead they've got. It's only one. Here's a critical PK time. Down to the other end. Kennedy. Komm schon. Close to the net. Nicht schon wieder. Zeit hier. Komm schon! Nochmal! Ja. Ich hab's versucht. Ich gehe zu, es war kein Glanzspiel, aber ja. Dafür, dass ich überhaupt keine Übungen hatte, war es, glaube ich, okay. Aber dennoch verloren mit einem 1:0, was für ein Hockey eh lächerlich ist. Gehen wir nochmal eben hier raus. Ja, kann ich mir sogar schon vorstellen, durchaus mal öfter zu spielen. Ja, durchaus. Datenschutz und Co. Whatever. Was willst du von mir? Mach schneller. Online-Pass-Inhalte. Ja, ist okay. Ja, den Code werde ich nachher einlösen. Das schaue ich mir dann noch an. Ich habe natürlich dabei. Also die ganzen Online-Geschichten kann man sich natürlich nur mit dem Code dementsprechend holen. Liegt dem Spiel allerdings bei. Neben dem schnellen Spiel haben wir natürlich noch die ganzen klassischen Modi, die wir schon kennen mit Be a Pro und Be a Legend. Okay, der ist neu, aber Be a Pro war an sich hier nichts Neues. Wo wir einfach einen Spieler zum ultimativen Helden aufleveln in der Form. Winter Classic ist neu, was wir ja vorher gesehen haben, was am Anfang gerade kam. Also diese klassische, ist das eine Tour? Nein, das müsste dann dementsprechend einfach ein Turnier sein. Hockey Ultimate Team, ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, was diese neuen Modi hier sind. Schauen wir mal kurz rein, was für klassische Spielmodi hier noch enthalten sind. Playoff Season, normale Season, Turnierspiele, Trainingsmodus, Shootout bitte hier auch dabei. Die ganzen Playoffs, wir können es online spielen. Puh. Also mittlerweile muss man ja sagen, dass die EA Sports Reihe die Erfüllung ist in jeder Sportart und 2005 war die Reihe schon extrem gut unterwegs. Soundtrack war jetzt nicht wirklich übermäßig eindringlich, aber soweit auch cool. News hier dabei. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen zu aufgelöst, muss ich sagen. Ich werde noch ein bisschen reinschauen zum Steuerungssystem. Wir haben die Tastenbelegung gesehen. Ich nehme an, es hat sich jetzt zum Vorjahr nicht viel getan. Die Steuerung ist klassisch eher in Flickit anzuregen, also wir spielen mit dem rechten Analogstick die meisten Dinge, die wir tun während des Spiels. Die ganzen Handgriffe und Kleinigkeiten werden wir erst nach und nach in Erfahrung bringen können, vor allem ich hier als quasi Newcomer zu dem Genre oder halt zu den letzten Jahren der NHL-Reihe. Ich beende das jetzt hier, freue mich auf Bash-Kommentare, die hier meine Skills komplett zunichte machen. Ich sehe sie jetzt schon bildlich vor mir. Hoffe, es war dennoch witzig zum Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Macht es gut.